Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen und frischen Samstagsvideo hier aus dem Mantineck. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Georg und heute machen wir ein kleines Mini-Unboxing. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe mir nämlich wieder etwas bestellt. Diesmal, wie gesagt, wirklich ein Mini-Unboxing. Erwartet da jetzt nicht, dass ich da 30 Tiere gekauft habe und 5 verschiedene Arten oder so. Nein, es ist eine Art und ja, ich kann vorwegnehmen, es ist eine Otek. Von welcher Art werde ich aber in den nächsten paar Minuten euch auf jeden Fall verraten. Das Problem nur bei dieser Aufnahme ist, dass bei meiner Kamera der Mittelteil des Videos, beziehungsweise der Teil, wo ich das Paket auspacke, irgendwie gelöscht wurde. Ich hatte das schon mal bisher, das war glaube ich eigentlich nur einmal der Fall. Diesmal ist das halt irgendwie wieder passiert, ich weiß nicht, woran es liegen könnte oder was. Jedenfalls ist das Video jetzt einfach weg. Dementsprechend kann ich euch dann nur, sag ich jetzt mal, den Anfang zeigen, also das Paket, wie das aussah, wie das verpackt war und dann halt später dann die Otheke, wo ich die halt schon richtig fixiert hatte in einem Inkubationsbehälter. Aber dann kann ich vielleicht etwas dazu erzählen, wie die so aussieht, was so die, vielleicht die Merkmale sind, was das natürlich für eine Art ist, vielleicht noch ganz interessant. Das heutige Unboxing ist erstens klein, also ein Mini-Unboxing, und zweitens ist es halt vielleicht ein bisschen abgespeckt, also eine abgespeckte Variante. Deswegen heute eher ein kleines, ein kürzeres Video auf jeden Fall. Dann würde ich mal sagen, starten wir direkt mal hier mit diesem kleinen Video. Bis gleich. So, und hier sehen wir das kleine, aber feine Paket, wie ich immer sage. Also wie gesagt, der Mittelteil des Videos ist leider gelöscht worden von meiner Kamera. Dementsprechend kann ich das jetzt hier natürlich nicht alles rekapitulieren. Ich zeige euch aber am Anfang, wie das Paket aussah und schließlich dann später, was ich da halt rausgeholt habe und was ich überhaupt bekommen habe hier in diesem Mini-Unboxing. Also wie gesagt, das Paket war jetzt nicht sonderlich groß und auch relativ leicht, also erwartet da jetzt nicht, dass ich da so viele Mantidenarten und so viele Tiere bekommen habe. Das Paket habe ich freundlicherweise vom Jonas bekommen aus der Community. Viele Grüße gehen raus. Also ich habe mir auf jeden Fall dieses Exemplar, sag ich jetzt mal, gekauft. Und wir sehen also hier, so sieht das aus hier mit der Verpackung. Das Paket wurde natürlich mit einem Heatpack versendet. Das Heatpack habe ich da halt schon rausgetan. Hier auch noch mit ganz, ganz viel Styroporverpackung. Jetzt, wie gesagt, zu versenden ist vielleicht ein bisschen riskant, aber ich hoffe, dass die Otek das auf jeden Fall gut weggesteckt hat. Wir haben da eine gewisse Isolation und ich denke mal, für Otheken ist es eigentlich noch ganz okay. Also das Paket habe ich halt vor kurzem bekommen. Ich glaube, entweder diese Woche oder letzte Woche. Es handelt sich hierbei um eine absolut komplett neue Mantidenart hier im Mantideneck. Also ich hatte die bisher noch nie in Haltung gehabt oder halt noch nie andere Haltungsberichte auf YouTube oder so gesehen. Also die Art scheint auf jeden Fall relativ selten zu sein. Und ich werde euch also gleich die Otek auf jeden Fall zeigen. So viel kann ich schon mal verraten. Und zwar ist es die Stagmomantis limbata. Sie wird auch als Arizona-Mantide bezeichnet, beziehungsweise als New Mexico-Mantide. Und es handelt sich hierbei um eine kleine Primär-Otek. Das heißt, sie wurde von einem befruchteten oder verpaarten Weibchen zuerst abgelegt. Das heißt, sie hat eine recht solide Größe, also eine mittlere Größe. Natürlich deutlich kleiner als die Otheken von den Hirudula. Hirudula membranaceae oder Hirudula majuscula. Ich kann auch gleich mal ein Lineal hier dazu packen. Also die Otek ist so ungefähr, ja, 1,5 cm groß und normalerweise, soweit ich das gelesen habe in der Literatur, sollten da glaube ich auch nicht so viele Nymphen schlüpfen. Also wie gesagt, es ist eher eine kleinere bzw. eher eine mittlere Otek. Die Otek hat auch so die typischen Farben, so vom braun bis gelbton, hat sich also perfekt angepasst an den Ast. Ich habe den hier mit etwas Heißkleber fixiert, ganz wichtig an der Stelle. Falls ihr eure Otheken mit Heißkleber fixieren möchtet, dann wartet bitte, bis der Heißkleber auch wieder abgekühlt ist und fixiert erst dann die Othek. Ansonsten mache ich das ja nicht zum ersten Mal. Wir haben hier so einen kleinen Inkubationsbehälter für die Othek und ein bisschen Zewa positioniert, damit das die Luftfeuchtigkeit ein bisschen aufrechterhalten kann. Ich habe ja auch schon ein bisschen gesprüht, wie man das hier sehen kann. Wir haben hier oben dann eine Belüftung auf jeden Fall drin. Also bei solchen kleinen Behältern ist eine Doppelbelüftung nicht unbedingt Pflicht, vor allem halt bei der Inkubation. Sie wurde am 4.12. letzten Jahres anscheinend gelegt und ich denke mal in den nächsten, ja, 4 bis 6 oder 8 Wochen kann man vielleicht schon mit einem Schlupf rechnen. Ich werde sie jetzt ungefähr bei 26 bis 28 Grad inkubieren, auf jeden Fall relativ feucht halten, so wie ich das bei vielen Otheken mache und dann werde ich auf den Schlupf warten. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft dann berichten, sobald die Otek geschlüpft ist. Ich werde das auf Instagram posten, vielleicht auch so das eine oder andere Video dazu machen. Später natürlich, wenn die Tiere dann adult werden oder die sich die Tiere gut entwickeln hier im Mantineck, werde ich natürlich noch das eine oder andere Haltungstipps-Video machen, vielleicht ein Fütterungsvideo und werde euch diese relativ seltene Art auf jeden Fall ein bisschen näher bringen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Art, denn wie gesagt, ich hatte die noch nie in Haltung hier. Ich weiß nicht, wie die sich in der Haltung gestaltet. Ich denke, die ist relativ einfach in der Haltung. Freue mich also auf viele Fotos, viel Videomaterial und natürlich dann auf baldige frische Videos.
Also ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Es gibt auf jeden Fall eine neue Mantinenart und dementsprechend auch natürlich frischen Content hier auf dem Kanal. So, und das war's im Prinzip auch jetzt mit diesem Mini-Unboxing. Normalerweise kaufe ich eher ungern Otheken aus dem Internet, vor allem weil, wie gesagt, man nicht weiß, ob die befruchtet ist oder unbefruchtet ist. Die Otheken sehen alle gleich aus, das heißt auch unbefruchtete und befruchtete Otheken sehen sowohl morphologisch, also von der Form, als auch von der Farbe her identisch aus und gleich. Deswegen ist immer ein bisschen riskant, solche Otheken aus dem Internet zu bestellen. Hatte ich auch bisher noch nie gemacht, das war jetzt so gesehen das erste Mal. Und wenn ich die Otheken bestelle, dann normalerweise nur bei den Leuten, die ich länger kenne und denen ich auch natürlich auch vertraue. Deswegen war das so diesmal vielleicht ein bisschen riskant. Ich hoffe, dass da auf jeden Fall etwas schlüpfen wird. Ich werde auf jeden Fall berichten, wenn es soweit ist. Ich werde das auf Instagram posten, wenn die ersten Nymphen schlüpfen. Und dann werde ich auch dazu später vielleicht auch mal ein Haltungstipps-Video machen zur Stagmomantis lembata. Also die Art gibt es auch noch nicht so häufig, habe ich auch noch nie in irgendwelchen Shops oder so gesehen. Deswegen bin ich ja echt gespannt, wie sich die Art hier entwickeln wird. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne diesen Kanal hier natürlich abonnieren, falls ihr in Zukunft weitere Livestreams, Wirbellosen-Videos oder andere Haltungstipps-Videos nicht verpassen möchtet. Würde mich natürlich auch sehr freuen. Und vielen Dank natürlich für euren heftigen Support. Gerne könnt ihr auch unten unter diesem Video kommentieren, ob ihr diese Mantinenart schon mal gehalten hattet, ob ihr da vielleicht schon Erfahrung habt oder so, ob ihr da mir vielleicht irgendwelche Hinweise geben könnt oder so. Oder ihr könnt natürlich auch gerne eure Videoideen vielleicht zu dieser Mantinenart gerne auch unten posten. Dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder nächste Woche Montag zu einem Livestream und dann wieder zum nächsten Samstagsvideo. Bis dahin wünsche ich euch also noch alles Gute, bleibt gesund, ganz wichtig und bis dann Leute. Ciao, ciao.